Kann ich dir irgendwie helfen? Wirklich nicht. Komm doch mal raus. Nimm mal ein bisschen frische Luft. Du brauchst doch irgendwie, dass es dir besser geht. Ich merke das doch die ganze Zeit. Soll ich dir helfen? Nein, das geht schon. Sicher? Ich merke doch, dass es dir nicht gut geht. Alles gut. Komm. Lass dir doch bitte helfen. Nein, ist alles gut, wirklich. Wir waren jetzt 2 Tage zusammen in Wien und ich schätze mal, Jonas ist halt aufgefallen, dass die letzte Zeit zwischen uns ein bisschen gekriselt hatte. Und also ich habe mich wirklich drüber gefreut. Nur jetzt auf der Rückfahrt war Jonas irgendwie total komisch. Es ging ihm schlecht und dann habe ich natürlich gesagt, ich übernehme das Steuer. Das ist ja auch kein Problem für mich. Aber statt dass es ihm dadurch besser geht, wird es irgendwie immer noch schlimmer. Alles gut, alles gut. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, ihm geht's nicht gut seit ein paar Stunden. Wir versuchen jetzt gerade herauszufinden, was los ist, aber er will sich auch nicht helfen lassen. Fühlen Sie sich wirklich gut, sonst können wir Notarzt rufen? Bei mir ist alles gut. Bei mir ist wirklich alles gut. Wir hatten heute einen Tipp erhalten, dass dein Fahrzeug was nicht in Ordnung ist. Dann waren wir natürlich vor Ort, um dieses Fahrzeug zu prüfen. Während dieser Prüfung stellten wir fest, dass es einem jungen Mann nicht sehr gut ging und da war es natürlich unsere Pflicht, da erstmal zu helfen. Sollen wir nicht doch besser einen Notarzt rufen? Nein. Wir machen das. Also machen das. Ich entscheide das. Dankeschön. Wir holen Rettungswagen. Ich rufe gerade. Ja? Sie behalten bitte die Ruhe. Sie behalten bitte die Ruhe. Darf ich mal nach Ihrem Namen fragen? Anna Holter. Holter? Ja. Also ich würde vorschlagen, vielleicht, dass Sie sich mal bewegen. Das tut, wird Ihnen vielleicht gut tun, dass wir einfach mal mit Ihnen aus dem Auto steigen, ein paar Meter gehen. Darf ich dir helfen? Nein. Komm. Okay. Dann lass uns einfach mal in die Richtung gehen, ein paar Meter bewegen. Seit wann hat er denn die Symptome? 2-3 Stunden sind wir jetzt auch unterwegs. Und okay. Also am besten, er setzt sich mal hier, setzt sich mal hier auf die Treppe. Mensch. Ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer bei ihm. Mensch. Ich auch, ey. Ja, aber gut, Rettungswagen muss ja gleich da sein. Verdammt. Jonas, hey. Hey, du bist einfach umgekippt und ich habe überhaupt keine Ahnung, was mit ihm los ist. Ich hoffe einfach nur, dass die Rettungssanitäter ihm irgendwie helfen können. Die 24-jährige Anna muss aus heiterem Himmel um das Leben ihres Freundes Jonas fürchten. Zudem steht der Versicherungskauffrau noch eine weitere böse Überraschung bevor. Denn bei der Erstversorgung durch die Rettungssanitäter kommt bald ein schlimmer Verdacht auf. Tag, hallo. Okay, kaltschweißig sind wir hier. Ja. Okay. Wie lange liegt der jetzt hier schon so? Wo? Wie lange liegt der jetzt hier? Also hier liegt er 2-3 Minuten. Okay. Nicht lang? Nein, nicht lang. Okay. Pass auf, der Radialispuls ist nicht gut, Tommy. Also es spricht für einen niedrigen Blutdruck. Ja. Hat er irgendwas gegessen? Irgendwas? Ja, wir waren, bevor wir losgefahren sind, in Wien noch in einem Restaurant. Fischspezialitäten. Also ich hatte Fischspezialitäten? Ja. Okay. Fisch, wenn der lange Zeit liegt, dann vermehren sich Bakterien, Viren. Und letztendlich ist es so, wenn man die dann zu sich nimmt, dann kommt es zu starken Durchfällen, starken Erbrechen, stärksten Magenschmerzen, aber eben auch dann starken Schwitzen und auch einem Kreislaufkollaps. Hier, Tommy. Ja. Hier, guck mal in den Augen. Ist dir das aufgefallen? Guck mal da, ein Nystagmus. So ein Zittern in den Augen. Kann es sein, dass er vielleicht genommen hat? Genau, also wir haben jetzt gerade also einmal festgestellt, einmal für euch, er hat einen ziemlich niedrigen Blutdruck. Allerdings, was uns viel mehr auffällt, er hat so ein Zittern in den Augen. Also die Augen gehen ganz schnell hintereinander, so ein Nystagmus könnte aufgrund von Drogen oder sowas sein. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwas gefunden bei ihm? Noch nicht, aber dann sollten wir das Auto durchsuchen. Das wäre vielleicht super. Die Rettungssanitäter hatten uns darauf aufmerksam gemacht, dass mit den Augen von dem Herrn, was nicht gestimmt hat. Und natürlich werden wir beim Zoll dann direkt aufmerksam, wenn wir solche Hinweise bekommen. Und für uns war klar, da könnten eventuell Drogen im Spiel sein. Frau Holder, eine Frage. Ja. Nimmt Ihr Freund Drogen? Nein, in keinster Art Form. Konsumiert er irgendwas? Nein. Sie sind sich sicher? Ich bin mir ganz sicher. Er hat sowas noch nie genommen. Ich war ein wenig perplex. Eigentlich wollte ich nur Hilfe für Jonas. Und jetzt stellen die Zollbeamten mein ganzes Auto auf den Kopf? Anna ist fest davon überzeugt, dass Jonas nichts zu verheimlichen hat und auch keine Drogen hinter ihrem Rücken nimmt. Die erfahrenen Zollbeamten finden in Annas Auto jedoch etwas, das auf illegale Machenschaften ihres Freundes hinweisen könnte. Reißverschluss klemmt ein wenig, aber ist nicht schlimm. Okay, Schminke. Überhaupt nicht. Ich möchte nichts tun. So, vielen Dank. Kein Problem. Ich hab was! Okay.
Frau Holder, sagt Ihnen das was? Nee, absolut nicht. Also habe ich noch nie gesehen. Was ist das überhaupt? Eingekauft. Das sagt mir gar nichts. Auf den ersten Blick, wenn Sie da drohen, gehört habe ich es schon mal. Ja, gehört habe ich es schon mal. Geht in die Richtung BDM. Also, dass Jonas Medikamente schmuggelt, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Wir waren in Wien, um ein romantisches Wochenende zu verbringen und einfach abzuschalten. Aber da war ja auch dieser Typ. Verstehe ich selber nicht. Also, weder Liegt ich... bitte in Ihrem Auto. Ja, aber... Hinterm Fahrersitz. Okay, Moment. Das könnte aber vielleicht sein, wir haben unterwegs einen Tramper mitgenommen. Der hat hinten gesessen. Der hat direkt hinterm Fahrersitz gesessen. Also, das ist die einzige Erklärung. Oder welche Strecke? Welche Strecke? Der wollte mit nach Köln. Der ist jetzt die Strecke von Wien mit nach Köln gefahren. Das ist jetzt wirklich wahr, weil Sie jetzt erst damit anfangen, auf einmal mit dem Tramper. Ich habe mir Sorgen um Jonas gemacht. Ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass wir den mitgenommen haben. Und dementsprechend, das ist für mich die einzige Erklärung. Er ist hier ausgestiegen und hat es auch direkt wieder total eilig. Der ist hier ausgestiegen? Ja. Er kam mir sowieso von Anfang an merkwürdig vor. So gut wie gar nicht geredet und wenn, nur was zur Musik gesagt. Mehr haben wir von dem eigentlich gar nicht mitbekommen. Und eigentlich kann ich mir gut vorstellen, dass der sich irgendwas reingezogen hat, genommen hat. Die Zöllner wissen, dass ganz in der Nähe nach einem unbekannten Schmuggler gefahndet wird, der illegal mit verschreibungspflichtigen Medikamenten handelt. Die Beamten wollen daher herausfinden, ob der Anhalter und die angebrochene Pillenpackung damit zu tun haben könnten. Wie hat er jetzt mal genau geheißen? Bernd. Bernd. Okay, Frau Holder, Bernd. Warten Sie mal. Aufgrund von Eigensicherungsmaßnahmen, ich gehe da rein. Da ist jemand. Ja. Ich gehe da rein. Ganz klar, Moment. Guten Tag. Der deutsche Zoll. Hallo. Ah, junger Mann, kommen Sie doch mal bitte raus. Machen Sie Hände trocken. Ja, wo geht's denn? Nur mal kurz raus. Ganz klein Moment. Frau Holder? Ja. Ist das der Herr? Ja, den haben wir mitgenommen. Sie sind per Anhalter mitgefahren? Ja. Das stimmt? Mhm. Eine Strecke bis hierher? Ja, mir ist schlecht geworden, weil die gefahren sind wie irre. Wie heißen Sie? Wer sind Sie? Bernd. Weiter? Bernd Maschmann. Nee. Herr Maschmann, gehört Ihnen das vielleicht? Nein. Hab ich noch nie gesehen. Also, Holder? Mensch, jetzt gib doch einfach zu, dass diese Pillen dir gehören. Wie gehören die nicht? Mein Freund, der kriegt jetzt richtig Ärger wegen dir, weil du irgend so einen Scheiß bei uns im Auto liegen lässt. Ich hab da gar nichts liegen lassen. Ich Guck weiß, dich ich hab doch da nichts mit zu tun. Du siehst doch schon so aus, als hättest du dir irgendwas eingeworfen. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Das erklärt auch, warum du die ganze Zeit so ruhig warst. Also ganz ehrlich. Frau Holter, bleib mal ruhig. Lass uns mal kriegen. Wir machen's kurz, okay? Ja, ich mach bitte. Einen Rauschgift-Test. Ja. Ganz kleinen Moment. Nee. Dann kommt das alles auch raus. Herr Maschmann, ganz in Ruhe. Arbeiten Sie bitte mit. Aber muss es sein? Das finde ich jetzt total uncool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sag's Ihnen, es gibt so viele uncoole Sachen. Ich bräuchte bitte mal Ihre Handinnenfläche und vertraue darauf. Wenn es denn sein muss. Ganz in Ruhe. Ja. Okay? Ich muss einen Abstrich machen. Okay. Ganz ehrlich, jetzt kommt das raus. Das gehört alles ihm. Dieser Test ist ganz klar positiv. Eindeutig der Dealer. Der Drogentest, den wir dann gemacht haben, war positiv. Das deutet eindeutig darauf hin, dass er der Drogen genommen hat. Der Verdacht gegen den Anhalter kann jedoch nicht die Anzeichen einer Drogenvergiftung bei Annas Freund erklären. Deshalb wollen die Zöllner ermitteln, ob die gefundenen Tabletten möglicherweise doch von dem 27-Jährigen stammen. So, wie geht's ihm? Ja. Gehen Sie bitte hier rüber. Immer noch unverändert, also da kann zumindest noch nicht so viel sich äußern. Immer noch somnolent, wissen nicht genau. Okay, habt ihr irgendwas gefunden? Ja. Also, das bei der Durchsuchung des PKWs? Ja. Die Zöllner kamen zurück mit zwei Sachen. Zum einen den Tabletten und zum anderen mit einem Mann. Und als wir uns genau die Tabletten noch mal genauer angeschaut haben, waren das Benzodiazepine. Starke Beruhigungsmittel, die man auch für Depressionen oder Ähnliches einsetzen kann. Und naja, so ganz konnten die den Zustand allerdings auch nicht erklären. Haben Sie irgendwas an Rauschgift noch am Körper, im Körper oder in Ihren Kleidungsstücken? Ich habe hier so ein bisschen was noch so für Eigenbedarf. Halt. Also Eigenbedarf, das entscheiden andere, aber... Aha. Sonst habe ich gar nichts dabei. Ich habe auch damit gar nichts zu tun. Irgendwas anderes? Nö, nur gut, dann legen Sie mal Geldbeutel und andere Sachen da einfach auf diese Treppe. Sonst nichts mehr dabei. Eine Maske, okay. 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 So, und von wo kamen Sie jetzt? Österreich, haben Sie gesagt. Österreich? Ja, aus Austria? Wien. Aus Wien. Ja. Hatten wir neulich einen Fall, oder? Wien in der Klinik. Mhm. Das war doch hier mit dem Fake-Zeug. Ne? Genau. Das heißt im Prinzip, aktuell sind Medikamente im Umlauf, die angeblich Benzodiazepine sind,
die es allerdings gar nicht sind, sondern... Sein sollen, aber nicht sein sind. Sollen, genau. Das ja. sind diese Diuretika drin. Gerade hier wie... Diese Wassertabletten. Entsprechend, da pinkelt man ohne Ende, wenn man die einnimmt. Eigentlich für eine Herzinsuffizienz, für Herzgeschichten sind die eigentlich gedacht. Und vor allen Dingen, das macht einen super niedrigen Blutdruck. Allerdings, muss ich sagen, die Symptome, ich meine, das Herzrasen, das Zittern, diese Schweißausbrüche, kommen ja nicht von einem normalen Diuretika. Also, nimmt der sonst noch Medikamente? Irgendwelche? Nicht, dass ich wüsste, aber vielleicht hat er ja irgendwas bei sich. Ich weiß es jetzt. Irgendwelche Allergien, Medikamente oder wie auch immer. Ich weiß nicht mal was davon. Also, ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir erstmal in RTW, schauen genau. wir mal alles durch. Und im Warmen können wir dann einfach mal seine Taschen durchsuchen vielleicht. Das vielleicht erstmal mit, ja. einfach nur, dass wir es dann dabei haben, falls das sein sollte, und dann gucken wir dann nochmal. Genau, ist aber super gefährlich, wie ja, gesagt. Also was wir sagten hier mit dem viel zur Toilette, die ganze Fahrt über musste er auch, die ganze Zeit, ja. also es passt wirklich zusammen. Ich war geschockt, als ich davon gehört habe, dass Jonas wirklich was mit den Medikamenten zu tun haben soll. Und jetzt wollte ich es halt natürlich genau wissen. Anna fragt sich, warum Jonas die geschmuggelten Medikamente überhaupt eingenommen haben könnte. Und die Sanitäter machen tatsächlich noch einen weiteren verstörenden Fund, als der Patient im Rettungswagen langsam zu sich kommt. Geht's dir besser? Ja. Ich bin hier, ich bin bei dir. Okay. Ja. Genau, wir müssen auf alle Fälle noch mal in die Taschen gucken, Thomas. Vielleicht ob wir irgendwo... Schlüssel, aha. Ah, was ist denn das? Tabletten, Zigaretten. Haben Sie nichts dabei, haben Sie gesagt, oder? Schau mal. Lithium-Tabletten. Wissen Sie das? Irgendwas? Nee, ich weiß es nicht. Nehmen Sie Lithium-Tabletten ein? Komm, die sind ja auch schon genommen hier, ne? Wofür Nein. sind die denn? Die sind schon genommen, ja. Sag doch die Wahrheit. Mir geht's gut, ich nehme sowas nicht. Aber die haben sie ja bei sich in der Tasche gehabt. Der Kollege hat sie ja bei sich Man in der Tasche doch, gefunden. Man sieht doch, dass es dir schlecht geht. Ja, ich hab sie genommen. Mir geht's halt nicht gut und ja. Und die anderen Tabletten haben sie auch genommen? Welche anderen? Die wir dabei hatten. Nein. Diese hier. Schauen Sie mal. Jonas, es bringt doch nichts zu lügen. Das haben Sie auch noch dabei gehabt. Ja, habe ich auch. Und das haben Sie aus Österreich, aus Wien. Genau, richtig. Ja. Also stimmt unsere Theorie. Kann Sinn ergeben. Das heißt, vom Prinzip her, das hat ein bisschen nachgelassen von der Wirkung. Können wir uns das so vorstellen? Genau. Ich depressive Phasen habe, beziehungsweise halt das, was mich halt immer runterzieht. Halt. Und das wollten Sie dann mit diesen Benzodiazepinen, was mein Kollege Thomas gerade in der Hand hat, auffangen, oder wie? Genau. Okay, warum sagst du mir sowas denn? Ist vielleicht gar nicht mal so schlau, das in der Kombination zu machen, weil das erklärt dann ja auch die Symptome, ne? wie die dann aufgetreten Aber sind. Aber ganz wichtig für Sie zu wissen, da sind keine Benzodiazepine drin. In seiner Tasche haben wir sogenannte Lithium-Tabletten gefunden. Lithium-Tabletten nimmt man beispielsweise bei Depressionen oder entsprechenden psychischen Zuständen. Und diese Lithium-Tabletten haben immer einen gewissen Pegel im Blut und den Patienten geht es damit sehr, sehr gut. Irgendwann sackt dieser Pegel ab. Normalerweise muss man dann die Lithium-Tabletten, die Dosis wieder erhöhen. Unser Patient wollte das mit Benzodiazepinen ausgleichen, schon eine Möglichkeit, aber es waren ja gar keine Benzodiazepine drin, sondern Diuretika. Und die Diuretika und die Lithium-Tabletten haben zu einer lebensgefährlichen Wechselwirkung geführt. Ich sehe vom Zoll mal eben fix Bescheid. Das mache ich. Wissen, was da los war. Genau, wir müssen ihn aber dringend noch mit in die Klinik nehmen. Ich mache soweit fertig. Ich fahre auf jeden Fall hinterher gleich. Sehr gut, das können Sie gerne machen. Ich nehme das einmal für den Zoll noch mit und dann bringe ich es mit in die Klinik. Sehr gut. Nun habe ich eine Erklärung und weiß auch, dass Jonas was mit den Medikamenten zu tun hat. Und es erklärt sich natürlich auch, warum es ihm so ging. Doch ich verstehe einfach nicht, warum Jonas einfach nicht ehrlich zu mir ist. Ich liebe ihn und ich verstehe es doch. Und ich bin für ihn da, wenn er mich braucht. Jonas hatte den gefährlichen Tablettenmix eingenommen, damit seine stärker werdenden Stimmungsschwankungen nicht seine Beziehung zu Anna gefährden. Der 27-Jährige hat sich im Krankenhaus erholt und wurde wegen seiner psychischen Probleme medikamentös neu eingestellt. Für den Schmuggel der gefälschten Beruhigungsmittel musste er sich allerdings vor Gericht verantworten. Jonas hat sich bei Anna aufrichtig entschuldigt und versprochen, ihr in Zukunft immer die Wahrheit zu sagen.